Betrachten wir einen gewissen Zahlenbereich, zum Beispiel die ganzen Zahlen mit einer algebraischen Operation, etwa der Addition. Dann hat diese Addition gewisse Gesetzmäßigkeiten. Also es gilt zum Beispiel das Kommutativgesetz. Dass nämlich a plus b immer gleich b plus a ist. Ein weiteres Gesetz ist das Assoziativgesetz. Hier geht es ums Klammern setzen. Also a plus b plus c soll dasselbe ergeben wie a plus b, zusammengefasst, plus c. Weiters gibt es ein spezielles Element hier, die Zahl 0. Zahl 0 hat die Eigenschaft, dass wenn ich sie zur Zahl a addiere oder von links oder von rechts, da es kommutativ ist, ist das egal, dass immer das Gleiche herauskommt. Also die Zahl 0 macht sozusagen nichts, das ist ein sogenanntes neutrales Element. Und dann schließlich gibt es hier zu jeder Zahl a auch eine negative Zahl. Also ich schreibe hier negative Zahl. Man sagt auch inverses Element dazu. Dieses inverse Element oder diese negative Zahl hat die Eigenschaft, dass wenn ich sie zur Zahl a dazu addiere, dass hier 0 herauskommt. Diese Eigenschaften können zum Beispiel genutzt werden, um Gleichungen zu lösen. Also betrachten wir zum Beispiel die folgende Gleichung: a plus x ist gleich b, wobei a und b ganze Zahlen sind und die Frage ist, wie man diese Gleichung lösen kann. Das ist natürlich eine sehr einfache Aufgabe. Aber sie zeigt, welche Prinzipien hier tatsächlich zum Tragen kommen. Also zunächst mal kann man auf beiden Seiten minus a dazugeben. Also ich gebe minus a dazu. Offensichtlich sind diese beiden Identitäten gleichwertig, denn ich kann dann wieder a dazugeben auf beiden Seiten und erhalte die ursprüngliche Gleichung zurück. Jetzt benutze ich an dieser Stelle das Assoziativgesetz. Das heißt, ich klammere hier um und erhalte dasselbe Ergebnis. Und nun benutze ich die Eigenschaft der negativen Zahl, dass minus a plus a gleich 0 ist, also das ist 0. Und nun am Schluss die Eigenschaft der Zahl 0, dass eben 0 plus x immer x ist, also das ist x. Also erhalte ich tatsächlich hier eine Lösung dieser Gleichung. Und wenn man genau hingesehen hat, hat man eigentlich nur drei Gesetze benutzt, nämlich das Assoziativgesetz, das neutrale Element und hier ganz am Anfang, dass es ein negatives Element ist oder ein inverses Element. Das Kommutativgesetz haben wir überhaupt nicht benutzt. Man könnte es am Schluss noch verwenden, indem man das als b minus a schreibt, oder was nichts anderes als eine Abkürzung von b plus minus a ist. Aber eigentlich ist das nicht so wichtig, denn wir haben ja hier schon eine eindeutige Lösung bekommen. Nun, diese Eigenschaften, die wir hier gefunden haben, also das Assoziativgesetz, dass es ein neutrales Element gibt und dass es immer ein inverses Element gibt, die findet man jetzt nicht nur bei der Addition, sondern bei vielen anderen Strukturen. Also zum Beispiel, wenn man die rationalen Zahlen betrachtet, oder die reellen Zahlen, ebenso mit der Addition, dann haben wir hier ganz genau dieselben Rechenregeln. Das Kommutativgesetz, das
was wir, wie wir gesehen haben, nicht unbedingt brauchen, um Gleichungen zu lösen. Das Assoziativgesetz, es gibt ein neutrales Element, eben die Zahl 0, und es gibt immer eine negative Zahl. Man kann das aber auch mit anderen Operationen betrachten, zum Beispiel wenn man alle rationalen Zahlen ungleich 0 nimmt mit der Multiplikation, dann gelten auch diese Regeln. Also es gilt das Kommutativgesetz, aber das lassen wir mal auf der Seite. Also wir können verschieden klammern. Es gilt also das Assoziativgesetz. Dann gibt es ein neutrales Element, also 1 mal a ist gleich a mal 1 ist gleich a. Also es gibt ein neutrales Element. Hier ist das neutrale Element nicht 0, wie hier oben, sondern es ist eben 1. Aber es gibt ein neutrales Element und es gibt ein inverses Element. Man muss einfach den Reziprokwert nehmen. Da hält das neutrale Element zurück. Also das ist das, dann das inverse Element und hier ist es wirklich der Reziprokwert. Nun, das gibt es in vielen, vielen anderen Strukturen ebenso. Also ich möchte hier ein weiteres Beispiel nehmen. Zum Beispiel, wenn ich nur die Zahlen 1 und minus 1 betrachte und die Multiplikation, dann erfüllt das auch alle diese Regeln. Denn die Zahlen 1 und minus 1 sind natürlich Zahlen, rationale Zahlen, verschieden von 0. Und wenn alle rationalen Zahlen, verschieden von 0, diese Rechenregeln erfüllen, dann erfüllt es auch dieses hier. Also insbesondere ist das Element 1 enthalten, also dass diese Eigenschaft ist damit erfüllt natürlich. Und es gibt natürlich zu jeder Zahl eine inverse Zahl, also die inverse Zahl von 1 ist zum Beispiel 1, die inverse Zahl von minus 1 ist minus 1, denn ich kann hier diese Operation uneingeschränkt durchführen. Also wenn ich hier 1 minus 1 betrachte und diese Operation mal, dann ist eben 1 mal 1 gleich 1, 1 mal minus 1 minus 1 und minus 1 mal 1 gleich 1. Also wieder so eine Struktur, die diese drei Eigenschaften hat. Und schließlich noch ein ganz anderes Beispiel. Wenn man die Menge aller 2x2 Matrizen betrachtet, also nehmen wir an, dass A, B, C und D reelle Zahlen sind, allerdings soll die Determinante dieser Matrix ungleich 0 sein. Das sind also nichts anderes als die invertierbaren 2x2 Matrizen. Dass die Determinante ungleich 0 ist, sichert, dass es eine inverse Matrix gibt. Wir haben hier wieder die Eigenschaften von vorhin, nämlich wenn wir zwei Matrizen miteinander multiplizieren, dann können wir die Klammern setzen, wie wir wollen. Also es gilt wieder das Assoziativgesetz. Dann gibt es ein neutrales Element, nämlich die sogenannte Einheitsmatrix. Es gibt ein neutrales Element, die Einheitsmatrix ist einfach die Matrix, wo in der Diagonale 1 stehen und sonst 0. Und definitionsgemäß gibt es immer die inverse Matrix, weil die Determinante ungleich 0 ist. Also haben wir hier a mal a hoch minus 1 ist gleich a hoch minus 1 mal a ist gleich der Einheitsmatrix. Also es gibt immer ein inverses Element. Wichtig ist zu betonen, dass das Kommutativgesetz nicht unbedingt gilt, denn im Allgemeinen ist a mal b nicht gleich b mal a. Man kann hier einfach irgendein Beispiel hernehmen und das sofort verifizieren. Wir haben also gesehen, dass es hier ganz verschiedene Strukturen gibt, die all und dieselben Eigenschaften haben, nämlich das Assoziativgesetz, die Existenz eines neutralen Elements und jeweils eines inversen Elements. Und das führt uns zur Definition einer Gruppe. Also nehmen wir an, G ist eine nicht leere Menge. Und
Wir haben eine Operation auf dieser Menge G, also das ist formal nichts anderes, eine Abbildung von G kreuz G nach G. Also wir können zwei Elementen A, B, eine Verknüpfung zuordnen, oder eine das Ergebnis einer Operation, das wir jetzt A mal B oder A Ring B bezeichnen. Und dann sagen wir, dass G mit dieser Operation eine Gruppe ist, wenn drei Eigenschaften erfüllt sind. Erstens, wenn für alle A, B, C aus G gilt, dass A mal B mal C gleich A mal B mal C ist. Also es gilt das Assoziativgesetz. Zweitens, es gibt ein Element E aus der Gruppe G, sodass für alle Elemente A gilt, dass A mal E mal A gleich A ist. Also dass es ein neutrales Element gibt. Und drittens, für alle A aus G gibt es ein A Strich aus G mit Eigenschaft, dass A mal A Strich gleich A Strich mal A gleich E ist. Dieses Element A Strich nennt man das inverse Element. Gilt zusätzlich dass für alle Elemente aus der Gruppe A Ring B gleich B Ring A gilt, so nennt man die Gruppe kommutativ. Diese Eigenschaft der Kommutativität ist also ein zusätzliches Feature. Die wesentlichen Eigenschaften sind aber das Assoziativgesetz, die Existenz eines neutralen Elementes und die Existenz jeweils eines inversen Elementes. Die Kommutativität kann zusätzlich gefordert werden. Nicht alle Gruppen haben diese Eigenschaft und sie wird auch nicht immer benötigt. Beispielsweise kann man eben alleine mit diesen drei Eigenschaften immer diese einfachen Gleichungen lösen.